Der Detlef Lowitz, der Mann, der Jakub Zaglam betreut. Da muss man schon sagen, beachtlich, was er aus ihm gemacht hat. Der Mann hat mit 29 angefangen im Boxen. Und hat sich einfach aufgrund seiner physischen Stärke und seiner Schlagkraft mit einem doch recht guten Kampfrekord für diese Begegnung hier empfohlen. Auch Manuel Chart ist bisher nicht einfach gehabt, aber er ist auch ein bisschen, ja, einige würden sagen, ein Querkopf, andere würden sagen, er ist eigensinnig. Ich glaube, er selber würde auch eher denken, er wäre eigensinnig, hätte seine eigenen Vorstellungen. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Neun Trainer, Briten, Char, der selbst ehemaliger Schwergewichtsprofi war. Wir sehen ganz deutlich hier, die beiden sind doch physisch sehr, sehr unterschiedlich. Ein sehr, sehr klarer Gewichtsunterschied. Etwa gleich groß, aber Zaglam deutlich leichter. Allerdings dafür auch ein bisschen schneller. Und das könnte das richtige Rezept sein, um Manuel Char hier in die Knie zu zwingen, wenn er richtig gut trifft, denn Bums hat er ja. Voraussetzung ist natürlich, dass er selber nicht getroffen wird. Jedenfalls nicht so heftig, dass er Probleme kriegt. Sehr gut, dass er sich auf die Körperpartien von Manuel Char konzentriert. Also nicht einseitig, eindimensional, nur nach oben oder so boxt. Das haben ja viele, diesen Tunnelblick. Ist auch schwer zu vermeiden, wenn man nicht wirklich sehr, sehr konzentriert ist. Char versucht hier seine Physis auszuspielen, sich seinen Mann zurechtzustellen, aber noch hat er ihn nicht erwischt. Zaglam doch recht beweglich. Ganz, ganz wichtig für Zaglam, dass er Char langsam macht, dass er seine Körperpartien bearbeitet. Er tut jetzt gerade so, als ob er noch voll da wäre. Tänzelt im Ring, aber warten wir es ab. Ja, na, 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 na. Das ist ein bisschen affig. Das kann er lassen. Das Publikum denkt offensichtlich ähnlich wie ich. Daher die Pfiffe. Eine bisher doch sehr ordentliche Leistung von Jakub Zaglam. Das kann man nicht anders sagen. Er ist mit Sicherheit kein Filigrantechniker, aber er hat das, was er kann, hier gut ausgespielt, die Halbdistanz. Er kann hinhauen und er hat offensichtlich schon des Öfteren richtig gut getroffen. Das war ein Wischer, auch zu tief. Kein Problem, ging auf den Tiefschutz. Ja, die erste Runde ging ganz klar an Jakub Zaglam. Und ich
Bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn Saglam die Kondition hat für die 12 Runden, na, dann sieht Char ein bisschen blass aus. Ja, korrekt, beide waren da nicht ganz den Regeln entsprechend unterwegs. Ja. Oh, das war wieder tief. Schöne Rechte von Saglam. Ja, bisher hat Manuel Char alles weggesteckt, mühelos weggesteckt, was Saglam zu bieten hatte. Und hier kommt er mit einigen eigenen guten Treffern durch. Ja, es war halb auf die Deckung, stimmt. Auch die Treffer sind keine guten, klaren Zähler. Die physische Überlegenheit von Manuel Char ist eindeutig. Aber wie gesagt, bisher hat sich Jakub Saglam hervorragend in dieser Begegnung verhalten. Oh, schöne klare Treffer da auch von Char. Beide stecken jetzt ein. Natürlich sehr kräftezehrend, der Stil von Jakub Saglam. Und er steckt jetzt reichlich ein, auch in dieser Schlussphase wieder. Hat zwar auch gut ausgeteilt, aber diese Runde geht an Manuel Char. Knapp, aber sie geht an ihn. Diesmal weiß er, wo sein Eck ist. Das war eine schöne Kombination von Saglam. Aber offensichtlich nicht gut genug. Denn Manuel Char hatte keine Mühe, diese Kombination wegzustecken. Gute, lebhafte Begegnung. Technisch kein besonders hohes Niveau, aber kämpferisch sehr, sehr stark. Beide. Vor allen Dingen bisher Jakub Saglam. Na, da scheint es Probleme zu geben. Da scheint es eine Verletzung zu geben bei Jakub Saglam. Sieht aus, als ob er eine Muskelriss hätte oder Ähnliches. Mit anderen Worten, der Kampf ist zu Ende wegen Verletzung von Jakub Saglam. TKO-Sieger. Ja, man gut, dass er den Arm nimmt und nicht den anderen, der tut nämlich weh. Ja, so richtig gute, klare Treffer waren das in diesen Szenen, die hier zusammengeschnitten sind, nicht.
Das allerdings, ja, das haben wir schon mal gesehen. Das war offensichtlich die physische Überlegenheit von Manuel Char, die hier den Ausschlag gegeben hat. Gute Vorstellung aber von Jakub Saglam. Die Niederlage, die tut ihm nicht sonderlich weh. Nicht in der Klasse, in der er sich bewegt. Und ich kann für ihn hoffen, dass die Börse ihn entschädigt für die Enttäuschung, schon nach der zweiten Runde aufhören zu müssen. Ja, wir hören uns doch das Urteil an und gehen bei eine kurze Pause. Mäßiger Beifall, sehr mäßiger Beifall. Two rounds. This was a technical knockout. Mr. Diamond Boy Manuel Almeida chose the winner. And Manuel retained his title. Applause, ladies and gentlemen, for a great, great fight. Er hat gegeben, was er zu geben hatte. Jakub Saglam. Und Manuel Char hat den Gürtel